Kurz vor 12 Uhr ist die Aufregung im Kinderhaus Barenfeld groß. Es heißt Platz einnehmen und Ohren spitzen. Denn Hamburgs erster Bürgermeister kommt höchstpersönlich vorbei. Ich bin eingeladen worden zum 40. Jubiläum dieser Kita, die eine Elterninitiative war und die sich jetzt hier in dem Stadtteil gut entwickelt hat. Und es ist für mich ganz wichtig zu sehen, wie Kindertagesbetreuung im echten Leben funktioniert. Es geht ja darum, dass engagierte Erzieherinnen und Erzieher die Kinder gut betreuen. Und diese Kita hat ein Konzept, das ganz gezielt darauf eingeht, auch in den Räumen und in der Pädagogik, dass sich jedes einzelne Kind gut entwickeln kann. 35 Kinder werden aktuell hier betreut, aufgeteilt in eine Krippen- und eine Elementargruppe. Einen klassischen Geschäftsführer gibt es in dieser Kita nicht. Neben der professionellen pädagogischen Leitung wird ein Vorstand des Trägervereins aus der Elternschaft gewählt. Es ist auch so, dass wir eine sehr kleine Kita sind, wo immer die Finanzen ein großes Thema sind. Das heißt, viele Jobs hier werden auch durch Eltern abgedeckt. Das ist das Besondere an der Elterninitiative. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Eltern auch natürlich ein bisschen mehr Einfluss haben, weil sie einfach viel dichter dran sind an diesem Konzept Kita. Das war sicherlich ein besonderer Tag für die Kinder, auch wenn manch einer sich gar nicht so beeindruckt gezeigt hat.